Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir waren das letzte Mal auf der Suche nach einem Klebstoff für die Brille. Und ich dachte ja, wir lassen uns den Kaugummi einfach kauen und dann gibt er uns den wieder. Aber nein, wir haben eine Aftcreme bekommen. Das ist natürlich viel besser. Weil ich habe keine Ahnung, wie eine Aftcreme aussieht, aber anscheinend ist sie durchsichtig. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Oder so. Ich präsentiere... Macht... Ja. Setz mal auf. Und? Anscheinend ist hier kein Zeitportal. Puh, Glück gehabt. Dieser arme Vogel, ey. Eieieiei. So, ab ins Labor. Ich habe eine Brille. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ja, aber ist hallo. Eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Na, wie praktisch. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Okay, wir haben jetzt also hier da ein Portalpotenzial. Und jetzt müssen wir noch den Feta-Käse da reinmachen. Ja, wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meint pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Ja, ich hab die mir gar nicht angeguckt. Mist. Notiert euch das. Na los, komm. Dann pump mal. Nee, noch mehr. Komm. Nochmal. Full Power. Das Portal ist offen. Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Rufus hat das drauf. Aber ich trau mich nicht, Passt gerade mal mein Schuh durch. Wenn ich zeitreisende Schuhe bräuchte, könnte ich auch eine Hipsterbar aufmachen. ich habe etwas Angst, mehr Druck drauf zu geben. Denn ja, vielleicht lösen wir ja selber hier, also lösen selber aus, was dann später passiert. Wir sind selber der rosarote Elefant. Finden wir es heraus. Mehr Power! Mehr! Daniel! Mami! Schlimper die Bix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Das konnte ja keiner ahnen. Nichts probiert, kann nur verlieren. McChronicle! Hurra! Hurra! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kovac geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1:1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Wohl holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Na denn? Cool, komm schnell. Wir haben jetzt hier... Los, schnell. Komm. Cool. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Na komm. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Was ist denn das? Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das! Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Wieso Hamsterrad? Moment. Du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich.
Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ich wusste es! Es gibt Hoffnung! Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Ach, cool. Was ist Guck das? Guck uns mal das Foto an. Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Na? Du magst mich, du findest Tufus toll. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du dann überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein, weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles natürlich. Hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuloks auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Meine Liebe, ist es doch also immer die seine eine Sache, Liebe. Die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Oh, fand ich süß. Und? Und Ifra, yeah! Was zum... Oh. Was ist denn jetzt los? Wo sind wir denn hier? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und Macronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fulok! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Ja, stimmt, da war ja was. Hier liebt mir die Geben. Was? Da kann ich ran? Oder da lang? Wie soll ich denn da hochspringen? Na gut, ich quatsch erstmal. Und ich blaste die Rübe weg! Aber Drüso, ich bin's doch! Professor Rufus! Läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja, genau! Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe! Ja, denn? Nur Schrottkrabben und Milben! Was ist mit dem? Habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Ja, mein Gott. Oh. Alles wieder weg. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? McChronicle?
Na, dann kennen wir ihn ja. Also jedenfalls seine Familie. Du bist Rocco McChronicle, der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Fällt mir gerade, ja, das stimmt, ne? Das wäre echt fies. Weil hier hinten, ne, im Hintergrund, das sieht voll aus wie das Zeitauto, was wir da hatten, ne? Die Zeitmaschine. Und Dekan hat ja erzählt, dass er die Werkstatt von seinem Vater übernehmen sollte. Das muss er sein. Aber kommt der Dekan und McChronicle, kommt die denn aus der Zwischenzeit? Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Okay. Aber, na gut, wir wissen ja, wo wir sind, aber wir fragen trotzdem nochmal nach. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Ja, ja. Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Das ist interessant. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Traurig, traurig, traurig. Mensch, Mensch, Mensch. Ohne Zukunft macht das doch alles keinen Spaß. Ich muss dringend nach Kuvak. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Ich merk schon, worauf das hinausläuft. Hey, das ist doch das Time Pod. Das war? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig. Wie alles hier. Es ist eine traurige Welt, wie es aussieht. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Ah, Timepod ist natürlich, ne? Ich sag doch. Habe ich gesagt. Hab ich's gesagt? Ich hab's gesagt. Alter, hier ist ja viel los, ey. Die Uhren, die Portale. Interessante Welt. Da geht's lang, da geht's lang. Da kommen wir her. Da geht's irgendwo rein. Wie? Hier stehen Zeitmaschinen rum? Können wir die einfach so betreten? Oder sind die abgeschlossen? Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Ja. Nee, es gibt... Immer noch nicht. Ja gut, hätte ja sein können. Das ist wieder so eine fiese Sache. So. Wird man geneckt? So, was hat er gesagt? Am Rathaus? Ich schätze mal, das ist das Rathaus. Links. So, gehen wir mal links. Und dann... Wie süß. Da bist du. Da ist er ja. Audi, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Goal? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders, ich bin im Bilde. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ach, McChronicle. Das soll also noch... Boah, was kommt denn da raus? Da würde ich ja gerne wissen, wo das herkommt. Aber Mensch, Connect, wir...
nicht. Du gibst einfach zu früh auf. Oh, ein Butterfass. Frische Butter. Aber wenn es kaputt ist... Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Na los, dann gehen wir mal nach hinten zu holen die Goal. Goal, ich komme. Hey, Goal, keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch also. Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Wie? Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Ja, aber... Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Hm. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden. Ich war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also komm, wir... Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Ich ahne Schlimmes. Nein! Auch nicht doch. Oh, wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg? Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Ah, es sah so einfach aus. Zum Greifen nah. Zum Greifen nah. Aha. Komm, wir gehen erstmal wieder zurück und berichten, was passiert ist. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Goal gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Hm. Und jetzt, okay. Das sind also Goal und das ist auch Goal. Sehr schön. Ein Batterieschnabeltier, auch wie süß. Was hat denn das hier zu suchen? Das wollte ich für meine Skulptur Der letzte Paukenschlag verwenden. Ich habe Wochen darauf gewartet, dass die Batterie alle wird. Aber es läuft und läuft und läuft. Das ist lustig und deprimierend zugleich. Kann ich das mitnehmen? Nein. Es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Das frage ich mich auch. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles.
Da ich da dachte, ich könnte mir hier den Hammer mitnehmen. Skulpturen, gut. Hupsa. Gucken wir uns mal die hier an. Sie hat Talent. Jetzt muss ich es nur noch zur Anwendung bringen. Das hier ist auch Kunst. Ja. Dann so vielleicht. Um diese Skulptur zu zerstampfen, bräuchte ich schon ein Werkzeug mit deutlich mehr Power. Ja, ich wüsste da was. Aber das ist nicht hier. Na los, dann reden wir mal mit den beiden. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich Hallo? Redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Wie? Ich? Er hat mich erkannt. Er hat erkannt, dass ich Let's Player. Hoffentlich hörst du mich, Rufus? Hallo? Die Portale haben... Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Ja. Was denn? Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Das ist... Oh, da, die Bürste, stimmt. Okay, wir haben jetzt eine Bürste. Das ist auch so schon eine verdammt haarige Angelegenheit. Ja, das finde ich auch. Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Wie toll. Bürsten ohne mich. Es geht doch nichts über ein Muster in der Butter. Ja, finde ich auch. Wie es weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia Doomsday. Mein Name ist Floma und bis denn. Tschüss.